Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von New Super Mario Bros. Wii. Ich zeige euch jetzt am Anfang mal den Secret Exit in 1.3. Für den braucht man Yoshi nicht, wenn man den Propeller-Head hat. Da ich ihn aber gerade verloren habe, brauchen wir Yoshi. Yoshi. Komm, jetzt machen wir ein One-Up. Ha. Ja. Nice. Oh, Yoshi hat gekackt. Ich mag Yoshis Kacke. Die sind schön feurig. Nämlich, man muss hier hoch und dann da lang. Dann kommt man in eine Röhre, also immer nach vorne drücken. Und man ist plötzlich hier. Falls ihr es hören solltet, tut mir leid. Falls ihr es hört, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, ist ja gut. Oh. Ey, was ist das? Bitte? Weißt du, stellt sich mein Vater erstmal schön an den Wecker. Dann vergisst er sein Handy. Und dann klingelt es. Das ist natürlich sehr schön. Aber wir wollen natürlich nicht in Welt 5 weitermachen, sondern in Welt 1. Ich wollte euch den Exit aber trotzdem mal zeigen. Und hier kriegen wir einen Stern. Gratis. Ja, ja. Juhu, ein Stern. Das sind unsere Items bis jetzt. Dann kommt jetzt die Burg gegen Larry. Nein. Oh, okay. Alles klar. Und jetzt. Erste Starcoin. Zum Glück kann ich mich an fast alle Starcoins aus dem Spiel erinnern. Eine ist nämlich hier. Sieht man auch daran, dass da kein Weiß ist, sondern Grün. Einen Stern. Ja, okay, ein One-Up geht auch. Brauchen wir zwar nicht, aber geht auch. Hier ist eh noch eins. Ich schlage mich bis jetzt eigentlich ganz gut, ist aber trotzdem Welt 1. So, das One-Up nehmen wir mal schnell. Sterben. Zwar nicht für immer, aber für kurz.
Ich sehe gerade schon, wir haben alles da, Coins. Ja, dann kommen wir jetzt zum Boss. Das hier machen wir aber. So, alle acht. Komm raus. Komm raus. Okay, danke. Also dieser Bosskampf... Ja, man soll auf den... Ist das ein mutierter Koopa? Sagen wir mal Larry. Man soll auf Larry ja eigentlich drauf kommen. Aber man kann es mit der Feuerblume auch ganz einfach lösen. Wow. Wow. Ach so, der kommt nochmal. Ja, nee, ist Hacker. Dann stirbst halt so. Scheiße. Und jetzt steht er wieder auf und springt 10 Meter weit. Ist doch ganz normal. Oder mehr als 10 Meter. Und durch eine Felswand. Aber das stört uns nicht. Aber Peach... Und jetzt kommt den Level, den viele hassen, oder das Level. Das Level eher. Nämlich ein Wasserlevel in einer ersten Welt. WTF, was soll das? Wieso Wasser? Keiner mag Wasserlevel, aber gut, müssen wir durch. Ich hab den noch geschmissen. Na, okay. So. Oh nein! Boah, wir brauchen die Eisblume nämlich noch. Deswegen wäre es vorteilhaft, wenn wir die nicht verlieren. Checkpoint haben wir schon mal. Nach einem Checkpoint die erste Starcoin? Nee, ich hab doch einen vergessen, oder? Nö. Lol. Was soll ich ja denn nie gesehen? Warte, ist da was? Ah nee, der sinkt nicht. Oh, scheiße. Shit. Ah ja, hier brauchten wir die Eisblume. Die zweite Starcoin. Komm, Fisch. Komm, Fisch, jetzt. Jetzt müssen wir hier drauf. Okay. Jetzt brauchen wir immer noch die Eisblume. Wir müssen nämlich das hier abdichten, diese Röhre. Sonst kommen wir da nicht runter. Das wär's. Man kann trotzdem hier rein. Mal schauen, was es da gibt. Ein One-Up. Aber auch ein Verfolgungs-Cheep-Cheep. Das sind wirklich harte Gegner. Oh, aber hier gibt's einen Stern, hier gibt's einen Stern. Ja, dann kann ich auch so ausschalten. Nee, komm nicht. Aber so! Man schaltet sie zwar nicht aus, sie bringen sich selbst um. Aber ich akzeptiere das. Schade, ich dachte, es gibt's hier. Es gibt ja an manchen Stellen, wenn man einen Stern hat und dann zum nächsten Fragezeichenblock geht, kommt da auch ein Stern raus. Nein, ich habe nicht mal einen getroffen. Wow, das ist ja erbärmlich. Schön.
Dann würde ich sagen, besiegen wir noch den Goomba und gehen in das Toadhaus. Jetzt freut er sich, weil wir ihn umbringen. Das ist doch geil. ...8000 Punkte und ein One-Up. Blam, blam, blam. Und drei Pilze. Das gibt es immer, wenn man so einen Zwischengegner besiegt. Die gibt es auf jeder Welt, meine ich. Außer in Welt 9. Na, schauen, was wir hier kriegen. Hinter der Tür gibt es Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Ja, nee. Wenn man zwei Bowser kriegt oder zwei Bowser Junior und sonst nichts hat, dann gewinnt man nicht. Der Toad ist ja vielleicht dumm. Ich mach mal das gleiche wie letztes Mal. Okay, dann sollte hier frei sein. Hier hundertprozentig. Hier könnte was drin sein. Hier ist frei. Da ist hundertprozentig frei. Hier auch. Und an den Ecken. Dann hätten wir schon mal sehr, sehr viel. Ich probiere hier noch. Nice. Dann in der Mitte ist oft was. Also hier. Und ganz oft ist auch hier, hier oder hier was. Hier ist eigentlich nicht so oft was. Okay. Hier manchmal. Ja, siehst du? Das ist jetzt aber gemein. Ach, wir haben schon alles. Lol, wir haben alles. Ein Pilz, zwei Feuerblumen, zwei Eisblumen und zwei Propellerpilze. Ja, und damit bis zum nächsten Mal, wo wir 1,5 und 1,6 machen. Vielleicht auch noch den Bossgegner, das weiß ich aber noch nicht. Ciao.